wir werden heute spannende Vorträge hören zur Bedeutung der Energieeffizienz im Bereich Prozesswärme und Ansätze zur Optimierung von Wärmeprozessen und thermischen Prozessen in der Produktion. Kein Unternehmen muss sofort mit KI anfangen. Am besten ist tatsächlich eher klein anzufangen, sich die Basis zu schaffen für die komplexen KI-Technologien später. Und wenn dann die entsprechenden Daten und die entsprechende Infrastruktur da sind, dann kann man mit solchen komplexen Vorhaben wie KI durchstarten. Der Ansatz, der hier gewählt wurde, das ist eine sogenannte Planungs-KI. Die Bereitschaft war da, weil von Anfang an das Bewusstsein bei den Meistern da war, dass eben Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Und dass man das eben nicht mehr durch eine händische Planung heben kann, sondern dass man wirklich andere Instrumente sich als Hilfestellung dazu nehmen muss. Und es ist ja auch lediglich ein Assistenzsystem. Das heißt, der Meister oder der Mitarbeiter wird ja nicht entmündigt dadurch, sondern er wird unterstützt. Es gibt, das ist heute auch nochmal deutlich geworden, einfach verschiedene Anlaufstellen. Die haben vielleicht einen ähnlichen Fokus, aber auch einen unterschiedlichen Fokus. An die können sich Unternehmen wenden, wenn sie Unterstützung bei einer konkreten Projektidee brauchen oder wenn sie eigentlich vielleicht noch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Dabei ist es wichtig, dass Unternehmen diesen ersten Schritt wagen.